Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Volkskrieg. So, hier geht's weiter. Einschalten. Unten ist er noch. Let's go. Hier werden wir bald ein bisschen Steine sammeln. Ich muss mich mal kurz gucken, wie ist die Einstellung jetzt. Wie viel Bahn nimmt der? Ob jede zweite passt. Genauso war es gedacht. Aber erstmal machen wir hier zwei Runden drumherum. Sogenanntes Vorgewende. In Ordnung muss sein. Mal ganz kurz bei den Tieren sein. Das wäre irgendwas schon mal. Oh, 5 Eier haben wir schon mal. Und produktionstechnisch. Erst 50 Salat. 50 Liter Salat. Mit wenn man keinen Blumentopf. Ich habe ja erst ja angefangen, das Let's Play, 2 Stunden jetzt vielleicht. Es ist jetzt da, das 7. Also, könnt ihr ja mal ausrechnen. 3 Stück ist 1 Stunde. Und das knappe 2,5 Stunden jetzt circa. Da könnt ihr euch ausrechnen, also wie viel. Da schon geschafft haben. Naja, um 8 jetzt haben wir für heute von der Uhrzeit hin 2,5 Stunden knapp. 8 Uhr ist ja meistens hier mal Spielbeginn, daher. Passt das schon so, wie es passen soll? So machen. Ein bisschen Randbahn. Aber egal. Ja, wird's überleben. Kannst du das machst du schon wieder hier für Faxen? So, die. Wenn ich von Arbeit komme, bist du anhänglich wie so wisch ne was. Definieren kann man das nicht, wie anhänglich du bist. Daran liegt das jetzt knapp 1,5 Wochen über Weihnachten zu Hause war, ob du deswegen wie du so anhänglich bist oder ob du Angst hast, dass ich nie wieder komme, weil. Ich ja damals hier im Sommer im Krankenhaus war so lange. Weil für die Katze muss es eine halbe Ewigkeit gewesen sein, die mehr wie eine Woche, die 8, 9 Tage. 9 Tage waren es ja knapp, bis ich wieder nach Hause gekommen bin. Ja, dann ist die extrem lättig, wenn ich von Arbeit komme. Da ist jetzt überall. Also, bis über die Feiertage bis zum 3. zu Hause war. Also Urlaub hatte ziemlich da mehr oder weniger 24 Stunden um mich drumherum hatte. Ist ein bisschen arg klettig, ein bisschen arg anhänglich jetzt wieder. Weil ich nach Hause komme, klebt es mir am Hosenbein. Absenken wir ohne Maßnahme. Darum sammelst du keine Steine. Ist doch noch gar nicht voll. Aber klar, wenn wir nicht abgesenkt haben, ist es logisch. So, was haben wir denn schon mal? Guck mal kurz, ob wir schon in Düngerstreuer. Wo haben wir sowas? Ja.
Da haben wir noch keinen Besitz. Da kaufen wir auch erstmal einen. Und dann kaufen wir noch einen Kalkstreuer, aber mit. Und zack. Kaufen wir auch, sagen wir schon mal was. Sude. Bringen wir hier erstmal hier die Steine wieder ansammeln, dass wir hier ein bisschen vorwärts kommen. Oben bräuchte ich es rein theoretisch nicht machen, aber da unten sind ja die Bäume relativ nah am Feld. Und ich bin auch schon am Überlegen, ob ich die beiden Felder jetzt zusammenlege, zu einem mache oder ob ich die erstmal so lasse, wie sie jetzt sind. Aber ich denke, ich werde sie erstmal so lassen. Jetzt läuft es ja ganz gut. Und ein bisschen was zum Hantieren brauchen wir ja auch. So, die. Ja, so, da passt das eher. Ich will noch kurz ein Stück zurückdrücken. Jetzt sollte es passen, vorwärts technisch. Gucken, ob das zum Wenden reicht, denn unten gerade muss dann schmäler wird oder ob ich dann noch vielleicht eine dritte Bahn sitzen müsste. Aber immer eins nach dem anderen. Halb voll ist der Stein, das haben wir schon wieder. Gucken, was hier an Steinen zusammenkommt. Immer wird es definitiv voll werden, daher. Und der kurz zweimal oder mehr. So, Dilly. Wir sind in der zweiten Runde vorgewendet. Let's go.
70% haben, 70% haben wir schon mal. Dann würde ich Romeo mal als Mod machen, aber erstmal hat mein Blastpack Vorrang. Und da bin ich jetzt gerade am zweiten Drescher dran. Hier, die Folge selbst ist ja vielleicht schon fertig. Ich habe mich jetzt erstmal aus dem Spiel geholt gehabt und die Farbe schon mal eingetütelt. Als nächstes kommt Rundumleuchte und hier, wie es hier auch ist, der Dino drauf. Und dann wieder die Kabinenbeleuchtung. Aber immer eins nach dem anderen. Jetzt erstmal ein Schlückchen trinken. Einen trockenen Hals hatte ich gerade. Bevor ich wieder losbelle, trinkt man lieber ein Schlückchen. So, kommen wir relativ gut voran bis jetzt. Beine sammeln. Ob wir nochmal bis hochkommen. Ansonsten müssen wir vorher auslernen. Aber wir fahren, bis wir voll sind. So einfach ist das. Bei Kalk und so, das muss ich mal gucken. Nächsten Lagerstelle. Aber mal Stück für Stück, eins nach dem anderen. Noch 95%, 4% noch. Mal gucken, viel ist nicht mehr, mal gucken, wie weit wir kommen, sind fast hinten. Weiß Liter sind es noch 29, ja, sind hinten. Sollten wir schaffen. Aber wir haben es geschafft. So. Locken wir mal ganz schnell das Ding zusammen. Und da tun wir es erst mal entleeren. Muss ja wo anfangen, dann mal die Kurse einzufahren bei Gelegenheit. Ich habe so parallel einen Spielstand für mich als Single-Spielstand, also auch nochmal Single-Player-Spielstand für mich im Off auf derselben Karte, aber irgendwie habe ich es noch nicht geschafft, hier einzufahren. Gehen wir schon mal in die Produkt.
Jo, das mal hier rein. Der Speicher schneller. Und aktivieren. Haben wir schon mal die erste Ladung drinne, da will Kalk produzieren aus den Steinen. Wenn man die schön fein zerbröselt. Das sollte eigentlich hier so passen, sieht gut aus. Brauchen wir nochmal hier hoch. Und Pferd. So. Ab mit die Nase. Wer wir denn hier drauf bringen? Was bringt mit dir technisch ordentlich was? So, Weizen sind wir bei 300. Gerste 490, Hafer hätten wir schon mal 520 rum. Raps 630, Börse 400. Trauben, was bringt Trauben alleine? 500, 600. Ja, so Trauben sind besser wie Oliven, habe ich den Eindruck. Aber die bringen fast 700. Was haben wir hier? Sonnenblumen sind wir bei 800. Und Sojabohnen sind wir bei fast 900. Da werden es wohl die Sojabönchen werden. Aber ich habe gesehen, von gewissen Sachen habe ich noch ein bisschen was im Lager. Wenn es Geld knapp wird, werden wir davon erstmal was verkaufen. Gucken wir mal weiter. Kartoffeln, weiter. Rübenschnitzel. Baumwolle. Spinnerei bringt ordentlich. Baumwolle, Zuckerrohr bringt nichts weiter. Erdgut ist nicht verfügbar. Eier. Oh, Eier, ja. Das bringt auch ordentlich Kohle. 1000. 1000 Liter Lippe waren das Wolle. Naja. Milch geht auch. Abgeschnitzeltes bringt nichts weiter. Silage. Gar nicht. Gras fast nicht. Das wie Heu. Oh, nix. Diesel ist der Tankstelle. Verkaufspreis. Mehl. So, was kann man machen? Aus Weih. Trauben machen, Traubensaft, der bringt Kohle. Die Rosinen auch ordentlich, also die Trauben bringen ordentlich. Was war sagen, Oliven war das Öl noch. Olivenöl. Und die Bestandteile Trauben bringen mehr, bringen fast drei zusammen. Bloß die Frage, wie ist das Verhältnis von dem? Wir haben uns da mal bei Gelegenheit zu. Gucken wir gleich mal auf der Karte nach einem kleinen Feld, wo wir das mal probieren könnten. Wie wäre es denn hier drüben mit der 42? Was kostet 42? Also ein Blättelland. Kostet bis 160. Da haben wir noch ein paar Felder dazu. Auf der anderen Seite dann da drüben. Also gucken wir, was dann übrig bleibt. Wenn wir das hier alles angesät haben und uns die Gerätschaften zugelegt haben, die wir brauchen. Ob das dann für unser Experiment dann reicht. Weil für Trauben brauchen wir ja ein bisschen was. Oh, nichts gerade im Angebot. Doch hier, das Ding 50%, aber was ist das? Das Ding ist ein Traubenernter, was bist du?
Keine Ahnung, wir sind jetzt erstmal aber am folgenden angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da und ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.